Und damit, Freunde, willkommen zurück zu Metroid. Metroid. Wie auch immer. Es wird jetzt langsam richtig spannend, Leute. Wir haben im letzten Part das Sa-X gesehen, haben uns den High-Jump geholt und können jetzt auch schon Bomben legen. Und jetzt wollen wir wissen, warum haben wir das Sa-X gesehen und was ist jetzt eigentlich los? Samus, es gibt Grund zur Sorge. Die Sicherheitssperre zu lösen könnte falsch gewesen sein. Das Sa-X ist in die Wasserumgebung von Sektor 4 eingedrungen und mit ihm mehrere tausend X. Nach der Aktivierung der blauen Schleusen konnte es unbemerkt eindringen. Lebewesen und Kontrollsysteme in Sektor 4 weisen bereits vielfache Unregelmäßigkeiten auf. Ich untersuche derzeit die Vorgänge. Sie erhalten weitere Anweisungen nach Ankunft am Navigationsterminal. Sind die Anweisungen klar? Ja. Sehr gut, machen Sie sich nun auf den Weg zu Sektor 4. Ja, Leute, wir sind eigentlich so gut wie nur noch auf zum Sektor zu Sektor. Und ich hasse Wasser. Das Sa-X, ein Gegner, der über meine größten Stärken verfügt. Aber hat das etwas zu bedeuten? Wahrscheinlich nicht. Es ist nichts weiter als eine Tötungsmaschine. In meinem jetzigen Zustand kann ich ihm nicht entgegentreten. Das Sa-X ist eine Kopie. Ein seelenloses Abbild von mir. Ich muss es aufhalten, bevor es ein Potenzial erkennt und zu einer Bedrohung für das gesamte Universum wird. Ja, also, habe ich doch gerecht gehabt, dass wenn wir die blauen Schleusen aktivieren, dass wir durchkommen, dass auch erst dann das Sa-X durchkommt. Ja, wie uns nichts anderes bleibt, werden wir auch die Schleusen 6, also die Ebene 3 Sperre, die Ebene 2 Sperre entriegeln müssen. Aber das findet der Computer dann nachher doch nicht so toll, dass wir das gemacht haben. Aber wir müssen ja, sonst wären wir ja gefangen gewesen. So, wir kommen jetzt hier wieder nicht weiter. Das heißt, wir schauen mal, was der Computer sagt. Ja. Dieser Sektor ist stärker beschädigt als angenommen. Ich wusste, dass die X zerstörerisch sind. Doch das hier, scheinbar verfolgen sie ein bestimmtes Ziel. Wir können nicht ausschließen, dass das Sa-X über eine hohe Intelligenz verfügt. Wirklich interessant, dieses X. Vor allem das Sa-X. Doch ich schweife ab. Dieser Sektor beherbergt ein sehr großes Lebewesen, welches die Forscher Seris nannten. Es ist äußerst rasant und kann blitzschnell angreifen. Die weitreichenden starken Verwüstungen sind vermutlich Seris zuzuschreiben. Zweifelsohne hat das Sa-X es befreit, wenngleich ich mir nicht sicher bin, warum. Seris ist wiederholt zu diesem Brutbecken zurückgekehrt. Es scheint sein natürliches Verhalten zu sein, immer wieder dorthin zurückzukehren. Wenngleich es sich hier um ein wertvolles Exemplar handelt, so werden sie hiermit offiziell autorisiert, es zu eliminieren. Andernfalls könnte es in weiteren Sektoren eindringen. Sind die Anweisungen klar? Ja, seien Sie vorsichtig, wenn Sie vordringen. Einige freiliegende Stromleitungen setzen das Wasser unter Strom. Doch wir können sie nicht vom Netz trennen. Dies hätte für die gesamte Station negative Konsequenzen. Wenn Sie in Kontakt mit dem Wasser geraten, so erleiden Sie einen schweren elektrischen Schock. Schonen Sie Ihre Energiereserven, wenn Sie vordringen. Ja, das werden wir auch machen. Ich mache hier einmal kurz eine Pause, weil ich muss mal kurz was trinken. So, Freunde, da bin ich auch wieder. Gut, aufladen müssen wir uns nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Mich fesselt das Spiel jetzt gerade auch ein bisschen. Also ich glaube, wir werden das auf jeden Fall durchspielen. Also durchspielen, was heißt durchspielen? Ich werde auf jeden Fall heute noch ein paar Parts machen. So, dann würde ich sagen, jetzt gucken wir erstmal. Also, wir haben hier, da müssen wir hin und da gibt es wieder ganz viele Geheimgänge und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal auch hier rein. So, hier schon mal das erste Wasser unter Strom. Ja. Ne, da kommen wir nicht durch. Ja, da haben wir jetzt gerade mal einen Stromschlag bekommen. Schön zu sehen. Also bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, außer zumindest erstmal hier lang zu laufen. Gut, hier gibt es nichts. Sehr schön. Alles hinter Gitter. Ach, guck mal an hier. Gut, das sollten wir nicht machen. Das wäre ziemlich dumm. Ich glaube nicht, dass wir da wieder so leicht rauskommen.
So, die kennen wir ja hier schon mittlerweile. Ja, ich finde solche Sprünge immer so schlau. Okay, da können wir nur von oben runter. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier gleich direkt auf den... Genau auf... Achso, Moment. Nee, hier sind wir jetzt... Das ist jetzt hier wieder ein Geheimgang. Speichern. Das ist sehr gut. Das machen wir auch mal. Ja, weil wir sind hier jetzt schon wieder... Nicht da, wo wir sein sollten. Oder zumindest, wo keine Karte existiert. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Aber ich sehe schon, wir kommen hier gar nicht weiter. Es war eigentlich, also wie gesagt, es sieht so aus, als war das jetzt nur ein Speicherpunkt. Weil das hier wird noch alles unter Wasser. Also es kommt alles noch unter Wasser. Ne, hier gibt es nichts. Dann gehen wir auch wieder runter. Hier unten gibt's nichts mehr, ne? Oh, scheiße. Na komm. Fuck. Gut, gut, dass das Wasser nicht so extrem Schaden macht, weil das war jetzt natürlich ziemlich scheiße, was wir da gemacht haben. Ich wollte nur wissen, was da unten ist. Gut, dass das Wasser jetzt nicht so viel Stromschläge verpasst hat, weil das war jetzt schon ein bisschen doof. So. Ich wollte gerade sagen, hier sind wir da jetzt reingesprungen und können uns gar nicht mehr befreien. Okay. Gut, hier gibt es eh nichts. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Es ist eh ziemlich schwer für uns im Wasser sich zu bewegen. Und das zeigt sich, indem wir jetzt auch nur noch wieder 129 Leben haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hier ist auch wieder alles... total mit Strom versetzt. So, wir wollen nichts überstützen hier. Oh, oh mein Gott. Ja, komm. Was ist das denn? Das wollte ich gerade sagen. Hier kann ich nämlich bestimmt die Stromzufuhr... Nee, doch nicht. So, jetzt die Frage. Sollte ich da weiter hochgehen? Das ist nämlich ein Geheimgang. Ich schätze mal, das wäre wahrscheinlich am schlauesten. Warte mal, darf ich mal kurz was gucken? Waren wir hier nicht? Nee, das ist anderes Wasser. Okay. Oh, Moment. Ha! Voila! Wunderbar. 55 Missiles. Sehr schön. Gut, was anderes gibt es hier nicht. Oben ist wieder ein Speicherpunkt. Das ist aber, glaube ich, nicht... Doch. Das müsste für uns sogar bestimmt sein. Da ist auch ein Speicherpunkt. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir da überhaupt weiter hochkommen oder ob das einfach nur Ablenkung ist. Ne, ich schätze mal, da kommen wir jetzt hier nicht weiter. Auch wenn das so schön aussieht. Wir gehen jetzt hier erstmal weiter, wo wir weitergehen sollten auch. Oh nein! Ja, okay, das war jetzt sehr unschlau von mir. Ach was! Okay. Damit hat auch schon gereicht. Pumpenkontrollraum. Ja, wunderbar. Hier können wir dann jetzt wahrscheinlich... Lass mich raten. Ja. Hier können wir dann jetzt... Nein. Gut, da kommen wir noch nicht hin, leider. Dafür brauchen wir wahrscheinlich diesen Speed. Und den haben wir natürlich hier noch nicht. Moment. Stopp. Zurück.
Ich sehe etwas. Ja, habe ich mir schon gedacht. Was ist hier? Ach, komm. Das passiert also, wenn man runterfällt, Freunde. Nicht schön. Okay, Freunde, wir werden nochmal sterben. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber da kann ich leider auch nichts machen. Aber ich schätze mal, dass jetzt eh gleich ein Boss kommt, wo wir dann einen roten bekommen. Hoffe ich. Hier ist Speichern. Ja, toll. Das ist... Ach. Gut. Wir versuchen es einfach. Ich meine, wir kommen hier nämlich weiter. So, mein Handy sagt mir, dass es fast alle ist. Okay, hier ist noch nichts. Hier ist ein Energiecontainer. Der wäre natürlich jetzt richtig gut. Ah, da oben. Sehr schön. Da kommen... Ja, sehr gut. Sehr schön. Bei der Tante hier im Wasser. Da müssen wir jetzt aber echt... Also, wir müssen wirklich treffen, weil sonst haben wir ein Problem. Komm, ich will den roten haben. Yay! wollen wir jetzt nochmal zurück speichern? Ich würde sagen, wir speichern jetzt lieber nochmal. Ach, scheiße, wir kommen hier nicht weg. Verdammt. Oh nein, ich weiß was. Oh mein Gott. Ich weiß, was das für ein Viech ist. Ach du Scheiße. Ja. Wir müssen das wahrscheinlich am Kopf treffen, das Viech. Puh, das wird auf jeden Fall eine Angelegenheit hier. Yay. Alter Schwede! Das übertreibt aber ganz schön, ne? Oh. Ach, scheiße, da kommt er also auch mal hin, okay? Vielleicht dreht es richtig durch am Rad hier. Oh. Okay, da habe ich es leider nicht getroffen. Aber es wird schon grau, Leute. Ist natürlich jetzt doof gelaufen hier. Na, was denn los hier? Jo. Na, Kollege, komm mal her hier. Jetzt mach doch hier nicht einen auf Dicken. Ich krieg dich doch trotzdem. Also bald. Jesus. So, Freunde, gleich machen wir hier einen auf Dreh durch. Das denkt sich auch bestimmt so. Hi, tot. Ja. Wie es aussieht, ne? Das Vieh. Ist ja der Wahnsinn.
weiß gar nicht, ob es mit einem Missile schneller gehen würde. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Jo, ich weiß, was ist los hier. Ich weiß, was los ist, mein Freund. Geh weg hier. Und ich weiß, was du uns gibst. Also glaube ich zumindest. Ja, oder er gibt uns gar nichts mehr, wenn wir jetzt hier krepieren sollten. Oh Gott, sei Huba Buba, ey. Leute, guckt auf unser Leben. Diese Viecher machen so viel Schaden. Die sind manchmal schwerer als überhaupt alles andere. Meine Finger tun langsam weh hier vom ganzen Gedrücke. Speed Booster. Sehr schön. Das heißt, so wie das Viech eben, können wir jetzt sehr schnell laufen. Ich hoffe, wir können jetzt auch im Wasser... Nee. Im Wasser leider noch nicht. Können wir noch nicht laufen. Wir können aber, wie es ausschaut, jetzt erstmal dahin und die Pumpe abschalten. Das werden wir auch brauchen. Genau, da haben wir schon gesehen gerade. Hä, wie soll das denn gehen? Achso, wahrscheinlich dann von hier, ne? Hä? Da, man konnte diesen Speed Booster aufhalten, aber was würde der dann bringen? Das hat irgendwie geklappt, ich weiß aber nicht mehr genau wie. Ja, wie ging das jetzt hier nochmal? Verdammt, wie kommt man diesen Ding nochmal... Das ging irgendwie, ich weiß. So viele Tassen gibt es ja nicht. Nee. Das ist jetzt so... Verdammt, wie ging denn das nochmal? Das war ja... Okay, ich muss jetzt mal kurz Pause machen. Ich muss das mal googeln, weil das weiß ich jetzt nicht mehr. So, Freunde, da bin ich auch wieder. Und zwar habe ich es jetzt ein bisschen hinbekommen. Es geht auch ohne dieser Super-RAM-Attacke. Aber es ist schwer mit dem Controller, weil der ja auch immer noch eine Latenz hat. Und deswegen ist es echt krass, also das mal hinzubekommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal hinbekommen, aber es klappt auch nicht immer. Jetzt hat es geklappt, jetzt bin ich nur nicht durchgekommen, das ist natürlich ärgerlich. Aber ihr seht dieses Prinzip, was ich da versuche. Aber zum Beispiel... Ach nö. Okay, jetzt hat es geklappt, aber in die falsche Richtung. Ach, verdammt. Ja, genau das wollte ich nämlich eigentlich versuchen. Wir machen mal kurz hier. So. Ach, das ist... Also wie gesagt, ich habe das jetzt zwei, dreimal hinbekommen. Man kann es auch ohne diesen Super Jump, also ohne diese Super RAM-Attacke machen. Aber... Ach, das ist doch scheiße. Wie gesagt, es klappt manchmal nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, man braucht das später. Und deswegen würde ich das halt gerne schon gleich hier direkt hinbekommen. Ach, was war das jetzt? Ja, komm, Juchentuchen-Restaurant. Das habe ich gar nicht gemacht. Okay, dann machen wir es jetzt ohne, weil das kotzt mich jetzt gerade selber ein bisschen an. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich den Controller dann nochmal wechseln, weil wenn man jetzt diese Attacke gemacht hätte, würde man hier einfach durchjumpen einmal komplett, so dass die auch gestorben wären, ohne dass ich noch irgendwas machen hätte müssen.
So, sehr schön. Leider musste ich aber auch mit, also feststellen. Das ist schon eigentlich viel mehr. Oh Gott. Das ist sogar noch mehr. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt wegen diesem scheiß Superjump. Oh, noch einer. Es gibt eigentlich noch mehr Leben, also mehr Lebensherzen. Nur habe ich die jetzt, also diese Lebensbalken, nur habe ich jetzt nicht alle gefunden. So, jetzt war ich da oben und was hat mich das jetzt gebracht? Nur die, ach, diesen Superjump. Ja, na klar, natürlich. Jetzt kann ich jetzt zur Abflusspumpe rennen. Genau. Hier waren wir noch gar nicht, sehe ich gerade. Tatsächlich. Wie kann man jetzt, können wir hier speichern? Ich gehe erstmal zum Speicherpunkt. Irgendwie habe ich es heute noch ein bisschen. So, Lebensenergie, sehr schön. Jetzt speichern wir natürlich nochmal. Und dann beenden wir den Part jetzt hier auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Haut rein, Leute. Bis gleich.